Heizung an, Heizung aus, Fenster auf, Fenster zu, ja was denn jetzt? Heizen und Lüften, heute unser Thema bei Mach dich schlau, das Verbrauchermagazin. Was denn? Gegen feuchte Räume hilft nur das Stoßlüften. Wie 350 Euro auf der Seite, Standort nur 8,99. Telefonische Beratung 60 Euro. Wir haben hier das neue Samsung X5. Anfahrtskosten 80 Euro. Mit super großem Display, ganz viel Arbeitsspeicher und viel Speicherplatz. Und die Servicegebühr von 90 Euro. Sie müssen nur hier kurz unterschreiben. Das sind 350. Was denn? Gegen feuchte Räume hilft nur das Stoßlüften. Die Heizung sollte aber nicht ständig hoch und runter gedreht werden. Es wird aber schneller warm, wenn man sie voll aufdreht. Draußen kalt, drinnen schön warm. Wie schön, dass es Heizungen gibt. Aber beim Thema Heizen und Lüften gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Und dass darüber nicht nur in Beziehungen gestritten wird, das wissen auch die Beraterinnen und die Berater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Martina Rittersdorf ist Expertin für Fragen rund um Energie bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Ob es um Heizen, Wärmedämmung, Schimmel oder Lüften geht, sie hat viele Tipps auf Lager. Herzlich willkommen, Martina, bei unserem Magazin Mach dich schlau. Heizen und Lüften ist ja ganz oft ein Streitpunkt, nicht nur in Beziehungen, sondern eben auch in WGs, zwischen Freunden und so weiter. Und auch, ich glaube, die Experten sind sich nicht immer hundertprozentig einig. Wie ist das denn bei euch in der Verbraucherzentrale? Kommen da auch Leute mit dem Thema zu euch oder was ist da so euer Alltag in der Beratung? Ja, das ist natürlich jetzt gerade zu der Jahreszeit ein Dauerbrenner. Also das Thema Heizen und Lüften, wie mache ich das richtig, was ist richtig? Wie du schon gesagt hast, gibt es da geteilte Meinungen und das ist im Moment wirklich ein Thema, was den Leuten sehr auf den Nägeln brennt. Ja. Ich glaube, es gibt ja auch gerade bei dem Thema Lüften und auch Heizen immer wieder Missverständnisse, denen die Leute aufsetzen. Wir würden uns jetzt gleich mal den ersten Irrtum dazu anschauen. Ich glaube, es ist kein ganz triviales Thema, das Lüften. Also gegen feuchte Wohnungen hilft nur Stoßlüften. Hört man ja immer wieder. Morgens 5 bis 15 Minuten, je nach Wetter, abends nochmal. Stimmt das? Ja, also wie du sagst, ist nicht ganz trivial. Da muss ich auch vielleicht ein bisschen dazu ausholen. Aber das ist das tatsächlich ein sehr weit verbreiteter Irrtum, dass eben nur Stoßlüften richtig ist und dass man auf keinen Fall das Fenster auf Kipp stellen sollte, nie und nimmer im Leben. Und da versuchen wir eben aufzuklären, das gibt natürlich Situationen, wo nur das reine Stoßlüften eben gar nicht ausreicht, um Feuchtigkeit loszuwerden. Ja, was ist überhaupt Stoßlüften? Das weiß vielleicht nicht jeder. Also wenn ich das Fenster ganz aufmache, dass also wirklich das Fenster ganz geöffnet ist und dann die Luft ausgetauscht wird, das nennt man Stoßlüften. Das hilft natürlich, wenn ich einen schnellen Luftaustausch brauche. Also wenn ich Gerüche habe, die ich loswerden will, wenn ich gerade geduscht habe, um diese schnell eben rauszubringen. So, dann ist es aber oft, wenn ich das Fenster wieder zumache, dass die Luftfeuchte, die im Raum ist, immer also relativ schnell auch wieder ansteigt. Jetzt eine Frage beim Stoßlüften. Erstmal lasse ich die Heizung an, weil ich mache es ja eigentlich nur ein paar Minuten auf. Oder drehe ich sie runter? Mache ich das dann nur in dem feuchten Zimmer oder muss ich die ganze Wohnung durchlüften? Also schneller geht's, noch schneller geht es natürlich, wenn ich nicht nur auf der einen Seite die Fenster ganz aufmache, sondern auch noch auf der anderen Seite. Das nennt man dann eine Querlüftung. Dann geht der Luftaustausch natürlich noch schneller. Mhm. Und jetzt gerade im Winter funktioniert das besonders gut, weil im Winter habe ich draußen, die Luft ist kalt, die ist viel trockener als die warme Luft in den Zimmern. Kalte Luft kann viel weniger Feuchte aufnehmen als warme Luft.
Deswegen funktioniert das im Winter sehr gut, dass ich, wenn ich die Luft, also wenn ich kalte Luft reinlasse, die wärmt sich dann im Zimmer auf, kann wieder mehr Feuchtigkeit aufnehmen und die kann ich dann wieder nach draußen lüften. Mhm. Das ist auch der Hintergrund, warum eben Stoßlüften alleine meistens nicht ausreicht, um viel Feuchtigkeit loszuwerden. Aber bedeutet das dann, dass ich das Fenster den ganzen Tag auf Kipp lassen muss? Also wie, weil ich meine, ich kann ja nicht das ganze, den ganzen Tag das Fenster offen lassen, oder doch? Nee, das bedeutet das nicht. Also ich möchte mal gerne ein Beispiel nehmen. Also wenn ich jetzt morgens geduscht habe, dann macht es natürlich Sinn, erst mal ganz aufzumachen, um das Größte, was an Feuchtigkeit in der Luft ist, loszuwerden. Dann mache ich es wieder zu. Dann ist aber ja immer noch Feuchtigkeit in dem Handtuch drin. Genauso wie beim Schlafen in der Bettwäsche. Da ist überall Feuchtigkeit noch gespeichert. Die wird erst langsam wieder abgegeben. Und das führt eben dazu, dass die Luftfeuchte dann schnell wieder ansteigt. Dann ist es gut, wenn ich eben nach dem Stoßlüften nochmal das Fenster eine Zeit lang auf Kipp stehen lasse, damit diese Feuchtigkeit eben auch nach und nach noch entweichen kann. Und dabei kann es tatsächlich sinnvoll sein, den Heizkörper ein bisschen aufzudrehen, also nicht ganz hoch, aber eben auf vielleicht eine kleine Stufe, damit diese Luft, die von außen jetzt reinkommt, wieder ein bisschen aufgewärmt wird und kann dann wieder mehr Feuchtigkeit mit nach draußen nehmen. Mhm. Aber ich sollte eben das Fenster dann auch nicht 24 Stunden offen stehen lassen, weil dann würde einfach zu viel Wärme verloren gehen. Mhm. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, beim Thema Lüften ganz eng verknüpft ist das Thema Heizen und auch da gibt es ja sehr viele Missverständnisse. Was wir jetzt in dem Beitrag gesehen haben, ist ja ein bisschen extrem. Also sie dreht die Heizung ganz runter, also sozusagen auf Frostschutz und dann wieder ganz hoch auf 5. Das ist wahrscheinlich nicht Sinn der Sache. Ich habe jetzt trotzdem gehört, wenn ich das Haus verlasse, kann ich die Heizung durchaus etwas runterdrehen. Wie sieht es denn jetzt damit aus? Ja, also das sind eigentlich zwei Situationen, die ich habe und die müssten wir auch eigentlich getrennt sich angucken. Also das eine ist die Situation, die wir eben gesehen haben. Ich bin zu Hause und da ist es eigentlich gar nicht notwendig, dass ich immer rauf und runter drehe. Dazu muss man wissen, wie so ein Thermostatventil, was wir da gesehen haben an der Heizung, wie das funktioniert. Das hat einen kleinen Temperaturfühler integriert und der misst also ständig die Raumtemperatur. Wenn die zu kalt ist, also ich kann ja an dem Thermostatventil, da sind ja verschiedene Zahlen drauf, von 1 bis 5 gehen die und ich kann über diese Zahlen eine Temperatur einstellen. Bei 3 sind das etwa 20 Grad und das wäre so eine Raumtemperatur, die ja eigentlich im Wohnzimmer, denke ich, ganz angenehm ist, so zwischen 20 und 21 Grad. Wenn ich das also auf 3 einstelle, das Thermostatventil, dann geht dieses Ventil so lange auf und lässt das Heizungswasser in den Heizkörper, bis die Temperatur erreicht ist. Also dieser Temperaturfühler, der gleicht eben immer ab, nee, noch zu kalt, muss noch weiter aufbleiben und wenn die 20 Grad erreicht sind, dann hält er die eben konstant und es wird nur Wasser oder das Ventil geöffnet, wenn eben die Temperatur wieder absinkt. Deswegen ist es eigentlich gar nicht notwendig, wie wir das eben im Film gesehen haben, dass das dauernd rauf und runter gedreht wird. Aber wenn ich längere Zeit das Haus verlasse, dann könnte es schon Sinn machen, dass ich es ein bisschen runterdrehe? Oder? Dann kann es schon Sinn machen. Dann kann ich es eigentlich, würde ich mal sagen, so auf Stufe 2, das wäre dann ungefähr bei 16, 17 Grad, kann ich das schon runterdrehen. Dadurch kann man schon einiges an Energie sparen. Allerdings hängt das ein bisschen davon ab, wie gut ist das Gebäude, in dem ich wohne, gedämmt. Also da ist so eine Faustregel, je schlechter die Wärmedämmung ist, also bei älteren Gebäuden, die schlecht gedämmt sind, kann ich mehr einsparen, als wenn das Gebäude sowieso schon gut gedämmt ist. Dann würde die Temperatur nur wenig runtergehen und dann kann ich auch nicht so viel einsparen. Okay. Ja, du hast es eben auch schon gesagt, die Zahlen auf dem Ventil, auch so ein Thema, wo es immer wieder Streit darüber gibt. Genau. Die Verlockung ist ja relativ groß, mir ist kalt, ich fröstel, ich drehe die Heizung auf 5 hoch, oh, dann wird es schnell, ganz schnell mollig warm. Stimmt das? Nee, das stimmt eben gerade nicht. Wir haben ja eben gehört, dass das auf den, also dass die Zahlen auf den Thermostatventilen kann man quasi verschiedenen Temperaturen zuordnen. Und Stufe 3 wäre eben etwa 20 Grad. Wenn ich es auf 4 stehe, dann sind das schon 24 Grad. Wenn ich es auf 5 stelle, also ganz aufdrehe, wären das tatsächlich 28 Grad. Das ist ja nun eine Temperatur, die man eigentlich gar nicht haben will. Wie im Tropenurlaub. Genau, der Irrtum ist eigentlich, dass viele Leute denken, so ein Thermostatventil ist wie ein Wasserhahn. Also, dass ich, je weiter ich aufdrehe, desto schneller geht es und desto schneller wird es warm. Aber das Heizwasser, was in den Heizkörper geht, das hat eigentlich immer die gleiche Temperatur.
Das heißt, selbst wenn ich es auf 5 stehen habe, wird gleichzeitig, also umgekehrt, wenn ich es auf 3 stehen habe, wird zu einer bestimmten Zeit dann die 20 Grad erreicht. Dann geht das Ventil zu. Hätte ich es jetzt auf 5 stehen, wird es zur gleichen Zeit die 20 Grad erreicht, heizt aber länger, bis es 28 Grad erreicht hat. So, das heißt, es heizt nicht schneller, sondern nur länger. Und die 20 Grad sind eigentlich nach der gleichen Zeit erreicht. Was dann passiert, ist genau das, was wir hier eben gesehen haben, dass es dann nämlich zu warm ist und das dann wieder abgedreht wird. Dann wird vielleicht noch das Fenster aufgerissen. Das heißt, da verbrauche ich viel mehr Energie, als wenn ich es einfach auf 3 lasse. Dann habe ich immer gleichmäßig meine 20 Grad und das ist eigentlich dann genau das Richtige. Ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast uns noch Tipps mitgebracht. Was wäre denn dein erster Tipp? Genau, das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, als es ums Lüften ging. Da ist natürlich immer die Frage, woran merke ich, ob es jetzt schon trocken genug ist. Ne? Mein Ziel ist ja, dass es trocken genug ist, damit eben kein Schimmel entsteht. Und das kann man nicht so spüren. Also der Mensch hat jetzt nicht so ein Gefühl dafür, wie feucht die Luft ist. Es sei denn, man hat gerade geduscht und es schlägt sich schon an dem Spiegel nieder. Das ist aber dann schon zu spät. Eigentlich, weil der Schimmel kann eigentlich schon vorher entstehen, bevor es überhaupt ja, sichtbar ist, dass es irgendwo nass ist. Deswegen empfehlen wir eigentlich, dass in jedem Haushalt so ein sogenanntes Thermohygrometer gehört. Das ist so ein kleines Gerät, das kann man in Baumärkten oder Elektromärkten für wenig Geld kaufen. Da wird eben die Raumtemperatur angezeigt und die relative Luftfeuchte. So eine Faustregel ist auch da, dass es abhängt, wie gut das Gebäude gedämmt ist. Ein gut gedämmtes Gebäude, da kann ich auch mal Luftfeuchten so um die 50% tolerieren, ohne dass jetzt gleich, dass ich Angst haben muss, dass Schimmel entsteht. Bei schlecht gedämmten Gebäuden, wenn es draußen sehr kalt ist, kann das aber auch 40% schon zu viel sein. Ne? Und wahrscheinlich macht es ja auch einen Unterschied, wo ich das Ding hinstelle. Genau. Also wenn ich es direkt neben die Dusche stelle oder direkt neben mein Bett, ist das wahrscheinlich ein anderes Ergebnis, als wenn ich es jetzt in den Kleiderschrank stelle oder so. Ja gut, da macht es nicht so viel Sinn. Ne? Also das ist ein Gerät, was quasi die Raumluft und die Luftfeuchte misst, sollte am besten so eher so in der Mitte des Raums, auch nicht auf der Heizung zum Beispiel, da macht es auch keinen Sinn. Und dazu muss man vielleicht noch wissen, dass an, selbst wenn es in der Mitte 50% ist, kann es halt an kalten Stellen an den Wänden dann die Luft sich dort abkühlen und dann steigt die Luftfeuchte an dieser Stelle an und dann kann es halt deswegen schimmelt auch eher an den kalten Stellen. Dein zweiter Tipp wäre? Ja, mein zweiter Tipp wäre, was die Beheizung angeht, eben, dass man das eigentlich, solange man zu Hause ist, relativ gleichmäßig, dass man da nicht groß hoch und runter stellen soll. Also Tipp eben gleichmäßig die Räume zu beheizen, solange man da ist. Wenn man aber länger weg ist oder auch nachts, wenn man die Räume nicht nutzt, da kann man ruhig das runterstellen. Etwa auf 2, das wären dann so 16 Grad. Tiefer sollte es nicht fallen im Winter, weil sonst das Risiko, dass dann eben an den kalten Stellen Schimmel entsteht, wieder größer ist. Was mir da helfen kann, wäre zum Beispiel ein programmierbares Thermostatventil. Dann brauche ich nicht morgens dann erst frieren, bis es dann doch wieder warm wird, sondern dann kann ich das einstellen, programmieren, zu welcher Uhrzeit welche Temperatur erreicht werden soll. Das ist natürlich auch eine ganz praktische Sache. Was wäre denn dein dritter Tipp zum Thema Lüften? Mein dritter Tipp zum Thema Lüften wäre, dass man eine Kombination aus Stoßlüftung und Kipplüftung macht. Dass man also erst die Feuchte, gerade wenn sie entstanden ist, also im Bad oder in der Küche, wenn ich gekocht habe, dass ich da erstmal weit das Fenster aufmache und dass ich dann nach vielleicht 10 Minuten im Winter reicht es dann aus, dass ich dann noch mal eine Zeit lang das Fenster auf Kipp stelle. Dann gerade im Bad die Tür zu anderen Räumen zulassen, damit nicht die Feuchte sich in der ganzen Wohnung dann verteilen kann, sondern dass ich sie gezielt dann rauslüften kann. Dann eben noch mal so eine halbe Stunde vielleicht oder eine Stunde noch auf Kipp stehen lassen. Im Bad ist immer ganz gut, merkt man es daran, wenn das Handtuch trocken ist, dann kann ich dann auch wieder zumachen. Vielleicht haben wir es heute mit unserer Sendung ja geschafft, den einen oder anderen Beziehungsstreit in Zukunft zu vermeiden. Wer mehr zu unserem Magazin wissen möchte oder wer sich die Beiträge nochmal anschauen möchte, kann das auf den YouTube-Kanälen tun, entweder beim OK-TV oder bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Was denn? Gegen feuchte Räume hilft nur das Stoßlüften. Wie 350 Euro auf der Seite stand, auch nur 8,99. Telefonische Beratung 60 Euro. Wir haben hier das neue Samsung X5. Anfahrtskosten 80 Euro. Mit super großem Display, ganz viel Arbeitsspeicher und viel Speicherplatz. Und die Servicegebühr von 90 Euro. Sie müssen nur hier kurz unterschreiben. Das sind 350.